Ich will campen. Also, Ryzen. Das ist Steam-Insel. Inselfreude und Glückseligkeit beherrscht von einem echten Charmbolzen. Hey, Nape! Hier ist ein fantastisches Brecheisen! Nape, Gemell. Ihr habt es tatsächlich zurückgebracht. Danke, Abenteurer. Ich werde es kurz wegschließen. Dann reden wir weiter. Klingt gut. Was dann? Bereitet euch auf ungeahnte Konsequenzen vor. Mysteriöses Portal. Nachdem ihr Nape sein Brecheisen zurückgebracht habt, will er noch ein bisschen mit euch plaudern. Ich will euch mal etwas erklären. Der schwarze Magier war lediglich ein kleiner Rückschlag. Während ihr mit dem schwarzen Magier zu tun hattet, haben sich die Mächte des Bösen ordentlich ins Zeug gelegt. Ho, ho, ho. Oh nein, ein Handlungsumschwung. Die Pen and Paper Welt und die wirkliche Welt sind miteinander verbunden und ihr dürft dieses Spiel auf keinen Fall beenden. Ihr müsst in eure Welt reisen und weiterspielen, um dieses böse Bedrohung zu besiegen. Lol. Könnt ihr zur Unterstützung neue Klassen bekommen, zum Beispiel Diebe, Mönche und Ninjas oder so etwas in der Art? Nein, das Paradox der Welt kann nicht von mehr solchen Dingen vertragen. Die verfügbaren Energiequellen reichen nicht aus, daher können wir uns noch keine weiteren leisten. Mist! Und reicht zum Portal. Ich werde dafür sorgen, dass ihr die andere Seite erreicht, wenn ihr dort eintrefft. Und nun geht ihr Abenteurer, auf dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Durchs mysteriöse Portal. Dieses mysteriöse blaue Portal, es erinnert mich an diese Portale aus Heroes of Might and Magic, diese Einwegportale, dass man nur einen Weg gehen kann. Da wären wir also, das blaue Portal. Nape meinte, er würde uns in unsere eigene Welt führen, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Vielleicht, wenn wir das Portal berühren, lasst es uns mal aus der Nähe ansehen. Als ihr euch dem Portal nähert, könnt ihr hindurchsehen. Wow! Ist das nicht die Achterbahnfahrt zur Vergnügungsparks, der nur ein paar Wohnblöcke von meiner Wohnung weg ist? Exakt. Wir stecken ganz tief im Spiel und wir können nicht aufhören, es zu spielen. Sind alle bereit? Das wird ein super heftiges Abenteuer. Aha. Okay, los geht's. Als ihr das Portal berührt, ereignen sich bereits merkwürdige Dinge. Ihr fühlt euch alle ein bisschen zu schwindelig und als ihr die Augen wieder öffnet, beschleicht euch ein seltsames Gefühl. Ihr seht euch um und könnt kaum noch erkennen, wo ihr wart, als ihr das Portal durchquert habt. Ihr befindet euch jetzt im Vergnügungspark. Es ist so, als wärt ihr selbst in einem Rollenspiel, während ihr einen anderen Charakter in einem Rollenspiel spielt. Cool. Oh Gott, so viele Möglichkeitsebenen. Dieser Ort erinnert mich an diesen Cartoon. Dungeons. Dangerous Dragons. Wow. Das ist tatsächlich passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich die Magier sprechen soll. Und hier den Kleriker, aber naja. Wasserspeier. Ritter vom Nie. Oh nein! Ritter vom Nie, oh Gott. Kaninchen. Humi. Der Vergnügungspark ist ziemlich leer. Ihr wisst nicht, was sich hier wirklich abspielt. In der Luft liegt ein übler Gestank. Er hat irgendwas von vergammelten Essen und Schwefel. Urplötzlich tönt aus dem Nichts ein merkwürdiger Schrei. Nie! Eine Horde klappriger und übel riechender Ritter fällt durch das Portal in den Vergnügungspark ein.
Heilige Sch! Ihr könnt etwas unternehmen. Sie kommen auf euch zu. Wenn dieses Ding nochmal schreit, fallen mir die Ohren ab. Die kommen doch von Dingens hier. Die Ritter der Kokosnuss. Da gab es ja die Ritter vom Nie, die immer so nie, nie, nie oder so geschrien haben. Oha, die sind voll zäh. Voll die zähen Knochen. Schön Schaden. Regeneration auf den Kleriker. Den Kleriker brauche ich ja schließlich noch, um zu heilen. Wenn die diese hässlichen Explosionsangriffe machen, dann ist es etwas schlecht. Schlag. Danach muss ich nochmal zwei besiegen. Ich mag jetzt schon nicht, weil einfach weil die zu zäh sind. Und einer steht da in der Luft. Aber ist ja egal. Die können ja in der Luft stehen. Krassen Motherfucker hier. Vielleicht darf solche Wörter benutzen. Ich weiß gerade gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin gerade voll komisch. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich wieder aufnehme. Denn es ist schon irgendwo eine Art Veränderung, dass ich jetzt wieder aufnehme. Zuvor nicht so die Zeit hatte zum Aufnehmen. Ich muss noch heute mein Buch lesen für Deutsch und morgen, weil ich darüber morgen das Buch schreibe. Und zwar das Buch Den Schimmelreiter. Schreit einmal nie und den Helden fallen die Ohren ab. Wollte ich schon sagen, den Helden fällt die Ohren ab, aber das wäre grammatikalisch nicht richtig. Genauso wie es beispielsweise heißt, nicht mehr mit sowas wie er frug, sondern nein, er fragte. Weil manche Leute das nicht wahrhaben wollen, dass das so heißt oder so. Einfach weil das alte Grammatik ist, nicht mehr neue. Zumindest sagt das so mein Deutschlehrer. Aber naja, egal. Noch mehr Ritter. Kein Ende absehbar, während ihr diese Ritter bekämpft habt.
sind noch mehr in unsere Welt eingefallen. Wo sind sie hin? Einige nach Südosten, einige nach Südwesten. Ihr müsst euch entscheiden, wohin ihr gehen wollt. Südosten wäre dort, wo wir uns in dieser Rollenspiel-Session befinden. Sie sind auf dem Weg zur Spielhalle. Südwesten ist da, wo mein Vater wohnt. Sie sind auf dem Weg zur Schule. Toll. Vielleicht solltet ihr ihnen auch folgen. Umi. Ach. Ach, wie gerne würde ich all diese schönen Fahrgeschäfte ausprobieren. Der Vergnügungspark ist heute wie leer gefegt. Müssen diese Mächte des Bösen aus der Pen and Paper Welt sein? Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, ein bisschen Zeit für die Achterbahn sollte schon sein. Lust? Wirklich? Hurra! Dann lasst uns ein bisschen Spaß haben. Oh, Moment mal. Könnte jemand mal auf Wahrnehmung würfeln? Würfel deine 19. Ja. Ihr habt ein merkwürdiges Geräusch, ein vertrautes Geräusch. Vielleicht kennt ihr es aus einer Fernsehserie. Schaut mal, dahinter der Achterbahn. Los geht's. Oh, falsche Stimme. Schnell, das Echo des Geräuschs ist immer noch im ganzen Vergnügungspark zu hören. Aber was ist das denn für ein Geräusch? Scheiß. Es wiederholt immer wieder Umi Umi. Oh mein Gott, das Einhorn! Und eine Gruppe Monster versucht, das Einhorn zurück zum Portal zu bringen. Was werdet ihr unternehmen? Ich bin kampfbereit. Grete des Niesels. Mal wieder. Grete des Nie, die haben kein Knie. Die wollen gern ein Gebüsch. Mehr fällt nicht ein. Welches Einhorn aber? Ich kenne kein Einhorn. Einhorn! Wobei, ich muss es glaube ich mal erstmal sehen und dann. Könnte ich sagen, ob ich es kenne. Einmal schnell den Schlag. Pausen. Böse Kaninchen. Und ja, die sehen wirklich böse aus. Die erinnern mich an irgendwas, aber ich weiß nicht was. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare von, wo die vielleicht herkommen. Oder schreibt mir generell immer in die Kommentare, wenn ich etwas nicht weiß, was man vielleicht kennen sollte. Aber das erinnert mich irgendwo an so einen Film. Der hieß, glaube ich, mal Gargoyles. Und ist so eine typische Tele5-Produktion. Also so einer der natürlich besten Filme, die es gibt. Sowas wie Sharknado oder Sharknado 2. Ich liebe natürlich auch diese Tele5-Filme. Bei denen mein Vater mal sagt, was ist das für ein Scheiß, wo er ab und zu wirklich mal recht hat. Aber naja. Oh,
tot. Und der Wasserspeier, der erinnert mich auch an diesen Film. Gargoyles. Du kannst dein Inventar nicht mehr von Gegenständen hinzufügen. Naturamulett. Ihr seid einfach klasse. Klasse statt Masse. Masse statt Klasse. Das wird ein etwas längerer Kampf. Geht das schon. Oha. Den habe ich gleich mit einem Crit weggehauen. Victory. Und Level Up. Ich glaube, ich bin ein wenig zu levelmäßig, vielleicht ein wenig zu niedrig. Ich weiß es nicht. Der Schlag ist ziemlich OP. Wow, you must love that spell. Als gegen diese Monster kämpfte, taucht plötzlich noch mehr auf und haben euch das Einhorn weggeschnappt. Sie sind durch das Portal gegangen. Da wären wir also wieder beim Portal. Und da sind sie. Sie wollen das Einhorn an einen anderen Ort verschleppen. Holt die Monster ein und rettet Umi, solange noch Zeit dafür ist. Angriff. Schützt Umi und verhindert, dass diese Kaninchen das noch einmal führen. Goldbeeres Schule. Ein Ort zum Zocken, während sich rollenspielende Rollenspieler den Gefahren des wirklichen Lebens stellen. Okay. Begegnungsfahrt. Alte Geschichtsbücher berichten von einer Gruppe, die dieses Portal durchquert und niemals wiederkehrt. Mysteriöses Portal. Okay. Aber Leute, wie es weitergeht, werdet ihr erst in der nächsten Folge wieder erfahren. Denn ich denke, ich habe genug aufgenommen. Wieder für heute. Ja, so schnell geht das vorbei. Auf jeden Fall würde ich dann natürlich wieder sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun.
Und natürlich Yao. Und bis zum nächsten Mal.